Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online. Endlich geht's wieder weiter. Und wieder mit am Start ist der Hardscope. Moinsen. Und der Revano. Hallo zusammen. Und endlich geht's weiter. Und natürlich. Jo, endlich. Ich euer Onkel. Auch, natürlich. Darf ich mich auch mal ansagen? Hallo. Ja. So, hallo. Okay, wir sind das letzte Mal stehen geblieben hier vor diesem Planeten. Wir müssten jetzt dann hier, ich lass jetzt mal kurz den Knopf los, und zwar ist das das Vega-9-System, und dann müssen wir dann hier diese Assimilierung der Unschuldigen machen. Aber hier hat sich was verändert an dem Spiel, und zwar müssen wir unsere Fertigkeiten neu verteilen. Und dann würde ich sagen, machen wir das gleich mal. Richtig, können wir zusammen machen. Und wie ihr da seht, haben wir Technik, nämlich hier einen neuen Fertigkeitsbaum. Technik, Wissenschaft, oh, das ist alles einer. Also ihr seht ja, die zwei Bäume, die sind Technik, die zwei Bäume, die sind Wissenschaft, die zwei Bäume sind Taktik. Und dann kann man hier noch Boden. Und dann kann man sich extra nochmal, wenn man auf dem Boden ist, dann wahrscheinlich nochmal, ja, neuen Baum ausrüsten. Wie ist denn das dann bei der Ihr seid Taktiker, also ihr habt auf jeden Fall Vorteile und Bonus, wenn ihr den roten, wenn ihr die roten Bäume macht. Und ich habe die gelben Bäume. Ist es jetzt egal? Kann ich da auf beide drauf? Nee, du kannst natürlich auf alles machen. Du kriegst halt nur noch Bonus dazu, weil du ja halt so einer bist, ne? Du siehst ja, bei deinem Namen da oben ist bei mir ein gelbes Symbol, bei dir müsste ein rotes sein. Jo. Genau. Okay, aber Schildkapazität klingt natürlich auch gut, ne? Boah, Höhlenkapazität. Also ich mache erstmal Höhlenkapazität auf jeden Fall. Kaufen. Ich nehme die Schadenserhöhung noch erstmal. Ich mach die zwei Dinger. Die meine Hülle ist. Was, du machst jetzt Schaden? Was meinst du mit Schaden? Bei Taktik, da bekommst du Schildwiederherstellung, oh ja. Plus 25% Schadenserhöhung. Aber wir haben echt nur zwei Punkte, ne? Das ist Wahnsinn. Die 25% Schadens? Punkte. Ich hab da 50%. Ja, 50%. Ausdauertraining. Ja, mei. Ja, was redst du denn da für Zeich? Ja, tut mir leid, da. So, dann kaufen wir mal diesen. So, ich hab jetzt beide mal auf Taktik ausgerüstet. Ja, ich auch, mach ich auch mal. Und dann müsst ihr auf Boden klicken da oben, dann könnt ihr eure Bodenfähigkeit machen. So, eine Onkel genau, Boden. Achso, jetzt muss ich hier unten wieder die Waffen ausrüsten, 60, oder was? Plus 60 Waffenkenntnisse, was haben wir da? Plus 60 Gesundheitskapazität. Personenschutzschilde. So, Boden haben wir. Ausdauertraining. Hitleistung-Experte. Schaden, Dauer von Kontrolleffekten, Dauer von Bass und oder die Bass. Letzte hört sich nicht schlecht an. Personenschutzschild-Experte. Ne, ich mache hier Waffenkenntnisse, oder? Warte mal, 60 Waffenkenntnisse, das heißt, dass meine Waffen stärker werden, oder? Kann das sein? Oder ist das irgendwie... Diese Fähigkeit erhöht den Grundschaden, ja. Ihrer Fern- und Nahkampfwaffe. Also bekommst du plus 60 Schaden. Das werde ich auch nehmen. Was natürlich auch Ausdauertraining wäre natürlich auch. Gesundheitskapazität. Ich bin jetzt voll auf Schaden gegangen. Sehr schön. Ich bin auch voll ready to töten. Ich noch nicht, Moment. Ich mach auch mal hier Waffen, Gangs. Ja, ist gut. Müssen warum wir jetzt, kann man jetzt unsere Waffen erstmal wieder aber man muss sich jetzt nicht mehr, man könnte ja sonst immer hier Onkel, US-Pimmel-Dings könnte man sich ja nochmal extra ausrüsten. Das kann man jetzt nicht mehr machen. Welche Taste war hier? Das nochmal, dass man auf dieses Menü kommt? Auf welches Menü für deinen Charakter? Also wenn man das da oben nicht anklicken kann. Ich bin oben über die Karte draufgegangen. Weil ich die Taste nicht mehr wusste. Warte mal, was haben wir denn jetzt hier? Moment, Karte? Jetzt haben wir hier bei Eigenschaften, neben Fähigkeiten stehen Eigenschaften. Da kannst du auch noch was verändern. Oh. Persönliche Eigenschaften. Soldat, bla bla bla, persönliche Raumeigenschaften. Und da kannst du irgendwie weniger und mehr aggressiv, Verstohlenheit. Wollte ich doch gar nicht. Da wollte ich rein. Okay, sind noch ausgerüstet, unsere Leute. Und okay, wie kann Körper ich, haben wir. Muss man das irgendwo reinziehen hier oder was? Nee. Okay, keine Ahnung, was das hier bedeutet. Stationen. Kann man nichts machen. Und Ruf, ja. Das geht dann von selber. Was hast du jetzt noch gehabt? Achso, im Inventar, ne? Ist doch alles eigentlich ausgerüstet. Ich hoffe, dass wir gleich zusammen da drauf sind auf den Planetenmission. Hallo? Das war jetzt. Ja. Inventar, einfach I drücken, ne? Nee, wo ist denn die Figur von mir? Wo sieht man die nochmal? Ich weiß die Taste nicht, aber du kannst bei der Karte oben ja, ganz rechts oben das Männchen, ja, hab ich das Männchen von. Genau. Ah, okay. Ist aber eigentlich alles ausgerüstet. Wir haben hier ein. Jo, mein, bei mir auch. Obwohl, das hat 250 Grad Schussfeld, das sind 90, aber das macht mehr Schaden, ne?
Ach, wir lassen das nur mit 90 Alles, Grad. Was kaputt macht und mehr Schaden macht, ist gut. Ja. Also, ich habe vorhin, ja, ich habe vorhin F gedrückt aus Versehen. Ich bin schon also vor dem Planeten. Okay. Da war nicht wirklich was passiert. Also dann beginnen Assimilierung. Genau. Alles klar, dann drücke ich da auch mal drauf, dann komme ich mit. Genau, mach ich hier mal aus wieder. Zack. Ui, und dann so geht das Lesen wieder los, liebe Freunde. Und ich hoffe, wir schaffen es diesmal. Wir waren extra nochmal alle in der Schule gewesen. Ja. Also ich nicht. So, da ich, die Ansage, da ich die Ansage machen musste, fange ich natürlich auch an. Ja, wir haben an. Es vor den Burg geschafft. Zeit zum Aufatmen. Wie lauten Ihre Befehle, Kapitän? Benachrichtigen Sie die Kolonien. Wir müssen Sie warnen. Tavrell hat es geschafft, eine Kommunikation mit dem Villa Post, dem Administrator der Vega-Kolonie, aufzubauen. Das Signal ist nicht sonderlich gut, aber mehr kennt ihr jetzt halt nicht. Ich stelle sie jetzt durch Elisa Flores auf den Schirm. Jetzt kommt wieder der Analphabet hier in der Gruppe. Oh Gott, du hast gut. Grüße, Captain. Grüße, Captain. Was kann ich heute für Sie tun? Die Borg fliegen das System an. Evakuierungsmaßnahmen müssen sofort durchgeführt werden. Okay, die Schule hat anscheinend doch was gebracht. Wiederholen Sie bitte, Ihr Signal bricht ab. Haben Sie gerade die Burg erwähnt? Was ist mit denen? Die Burg sind auf dem Weg, Major. Sie müssen die Evakuierung beginnen. Statisches Rauschen. Statisches Rauschen. Ja, mach mal statisches Rauschen. Was Kommunikationsoffizier. Du, Mano, du musst statisches Rauschen machen. Gut, jetzt kannst du, dann unten weiter. Gucken und zucken, ne? Okay, ich hab gedrückt. Ja, viel Spaß, mein Freund. Viel Spaß. Och, nee. Wir haben den Kontakt zu Vega verloren. Irgendwas blockiert alle Subraumsignale in diesem Gebiet. Selbst zu den zivilen Schiffen dringen wir nicht durch. In der Nähe gibt es einen Kommunikationssatelliten. Dieser könnte unser Signal so verstärken, dass wir die Frachter und die Kolonie warnen können. Nutzen Sie den Satelliten, um das Kommunikationssignal zu verstärken. Kurs auf den Satelliten nehmen. Bam. Richtig, machen wir. Okay, und aber ich sehe euch nicht. Nein, ich bin mit euch zusammen. Wo seid ihr? Seid ihr auch allein? Ja. Ja. Die Schweine. Okay, ich denke mal, das ist da vorne der in 18 Meter. Das stimmt, ist, ja. Das ist immer noch keine Hauptmission, die raste aus. Jetzt sind wir wieder an der Erde, jetzt sind es wieder Kilometer. Boah, und keine Lichtjahre mehr. Ich guck mir gerade mein Raumschiff an, das sieht so gut aus. Mein Gott, jetzt fliege ich aber auch langsam, ey. Ne, du kannst noch mal draufdrücken, dass du einen roten Schweif hinter dir hast. Ich weiß, hab ich aber trotzdem. Also, ich muss jetzt nein. Also ich verstärke jetzt mal das Signal vom Satelliten. Seid ihr schon dort? Ja. Oh, da kommt was zum Lesen. Wer war dran? Onkel, ja, ne? Moment, ich verstärke gerade. So. Keine Verbesserung, Captain. Was? Keine Verbesserung. Naja. Das Störsignal rührt nicht vom Planeten her. Ich befürchte, es sind die Borg. Sie versuchen, den Planeten zu isolieren, bevor sie beginnen. Ihre Befehle? Zauber, können Sie die Kolonisten mit dem Transporter erfassen? Es wird einige Zeit dauern, das Störsignal der Borg zu überwinden. Ich werde sehen, was ich ausrichten kann und Ihnen dann Bericht erstatten. Danke. Beeilung, die Borg werden bald. Und sie greifen an. Oh Gott, ja, sie kommen. Oh je. Yeah. Die stinkenden kleinen Borgs. Ich habe einen im Visier. Bringt dran, liebe Freunde. Die Leertaste ist es. Der Knopf der Verjüngung. Feuer. Ah, ich bin noch zu weit weg. Alles raus. Alles raus. Alles muss raus. Oh, die haben aber geile Schiffe. Bei mir ist aber... Aua, aua, aua. Ich muss ein bisschen wechseln. Kleine Dreckschweine, die. Jo, ich hab schon einen. Hehehehe. Oh, das tut schon vorne. Scheiße. Der hat Schaden gemacht, weil der explodiert ist. Aha. Das sind aber schwache Borgs. Und wieder einen zerstört. Alter. Oh, da kommen noch mehr. Da kommt die ganzen Frachter an, ne? Ich komme! Au! Komme! Feuer! Feuer, Feuer, Feuer! Also irgendwie fehlt mir hier der Laser. Ich habe auch das Gefühl, mir fehlt irgendwas.
haben wir uns einen Laser geklaut. Ne? Also wir haben oben einen. Vorne. Du willst bei weitem nicht kaputt gehen. Torpedo. Ja, der Dreierlaser schießt nicht mehr mit, der hinten ist. Aber wie kann ich denn vorne mein Schild aufbauen? Auf die Knöpfe drücken, da diese vier Felder dann nach vorne drücken, dann baut sich das Schild wieder auf. Do you know what I mean? Yeah. Oh, ich hab grad gekommen, ey, das sieht voll lustig aus, das Schiff von dem Box. Den fliegender Müsli-Riegel. herrlich. Aua. Ich hab noch zwei. Schieß! Ich hab nur die Runden da, die sind aber easy to go. Boah, ich hab grad drei Torpedos auf den gedonnert. Woohoo! Ja, die haben alles ein bisschen verändert. Der war ja mega ultra mega patch, ja? Alarm, Zustand rot. Alarm. Ah, oh, da okay. Kommt noch einer. Echt wo? Jo, es war's. Ich hab jetzt einen dicken, fetten Text. Ich hab noch einen vor mir und... Ja, wenn ihr soweit seid, sagt ihr mir Bescheid. Bam! Der General hat schon alle gekillt. Dann freu ich mich. So, jetzt habe ich auch den dicken Text vor mir. Hier, Leser Flow, du darfst auch lesen, ne? Vor mir. Ach nee. Na sicher. Ach Mann. Moment, ich, warum schießt meiner nicht? Achso, ich bin noch zu weit weg. Onkel anklicken und Leertaste drücken. Warum schießt deiner nicht? Ja, das ist Mittagspause gerade auf dem Schiff. Du weißt ja, Pausenzeiten müssen eingehalten werden. So stelle ich mir den so wirklich Mittagspause. So, hast du einen Text? Nein. Muss ich da wohin? Captain, jetzt hab ich Text. Okay. Ja. Nein. Hartskopf, viel Spaß beim Lesen. Nee, Dankeschön. Achso, war das jetzt Hartskopf dran? Ja, ich weiß, ja. Hartskopf ist dran. Captain, es war uns möglich, eine Nachricht mit einer Evakuierungsaufforderung an Administrator Post. Was? An Administrator Post zu senden. Die Borg haben sich die Die Borg haben sich der Hilfelösung. Die Hilfslösung angepasst und den Rest unserer Signale zum Planeten gestört. Aber unsere Nahbereichskommunikation funktioniert einwandfrei. Auf der anderen Seite des Planeten wimmelt es nur so vom Borg. Die Mannschaft empfiehlt den Rückzug von Renom. Renom. Oh, ich hab schon gedacht, mein Name ist falsch geschrieben. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. So, jetzt habe ich zwei Antworten zur Auswahl. Einmal, wir werden die Position halten. Kadett, halten Sie nach weiteren Borg-Bodenteams Ausschau. Und wir sind das einzigste Sternflottenschiff im System. Wir werden so viele Kolonisten wie möglich retten. Ich glaube, wenn ich das jetzt richtig verstehe... Ich würde sagen, das eins, wenn wir das erste nehmen, dann... Gehen wir jetzt runter und kämpfen zu Fuß, würde ich sagen, oder? Und das andere ist, wir retten noch oben, dass die wegkommen mit den Frachtern, ne? Ja, also entweder mal, Weltall oder Boden. Ich würde sagen, wir machen erst den Weltall und dann gehen wir runter. Ich bin mir sicher, dass wir auch so runtergehen noch auf jeden Fall. Und so haben wir dann wenigstens noch ein paar im Weltall gerettet, oder? Was sagt ihr? Also das zweite nehmen. Ja, weil wenn wir jetzt nämlich direkt abhauen, dann sterben bestimmt ganz viele. Alles klar, so. Warum? Wir hauen ja nicht ab. Wir gehen ja. Hier oben steht ja, wir werden diese Position halten. Das heißt, wir bleiben ja oben. Ja, aber. Sie weiteren Borg-Bodenteams Ausschau. Bodenteams. Bodenteams hört sich aber an wie auf dem Planeten. Das andere ist, wie wir werden so viele Kolonisten wie möglich retten. Also, wir nehmen jetzt einfach das zweite. Komm, machen. Ja, ich habe das zweite schon genommen. Ich bin schon am Kämpfen. Oh, okay, ja. Ich bin ein bisschen voreilig. Da kommen jetzt noch ein paar Borgschiffe. Oh, da sind aber mehr als ein paar. Ich komme! Der hat gesessen. Und der hat noch mehr gesessen. Wie der Schiff, sie haben hier viele Kamera. Was ist denn los hier? Boah. Was brauchen das? Energie zu den Schilden und das ist Schildenergie absaugen. Korrekte Scheiße. Wenn ich was absaugen kann, ist immer gut. Ja. Erste Schiff ist weg. Hat sich falsch angehört. Ich weiß. Ist mir gerade auch aufgefallen. Ich wollte tun, als ob ihr das nicht hört, aber da kriegt er alles mit. Okay, ein Schiff haben wir schon mal. Planetare Astronauten.
Und die nächste ist kaputt. Und weiter geht's. Vollspeed! Ah, ich finde, Weltraumkampf hat schon was. Das ist genau mein Ding. Mein Gott, schieß doch! Schießen, schießen! Ich bin wieder zurück weg. Oh, ich darf da hinter steigen. Jawolle! Bom, es fehlt nicht mehr viel. Na, wir müssen sie töten. Wir müssen sie ausrotten. Schildenergie absaugen, das ist cool. Haben die kein bam, Schild, bam, dann kann ich aufschießen. Oh, ich hab den gerade gerammt. Ey, ey, jetzt hab ich gezogen, ja. Da 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 da. Hat vielleicht getroffen. Und kaboom! Kurz rein. Noch mehr? Jo, es kommt wieder ein Gelaber. Viel Spaß, Onkel. Warte, jetzt geht's auf den Planeten auf jeden Fall. Das kann ich nur sagen. Also, ich habe noch einen vor mir. Hier ist auch. Ja, macht euch keinen Stress. Warte so. Muss ja auch. So, jetzt hab ich's auch. Wundert. So, also ich hab alle. Ja, ein Onkel da vorliegen, das wird schön. Captain, ich empfange Notrufe von überall auf dem Planeten. Es sieht danach aus, dass sie mehrere dieser Schiffe auf der anderen Seite des Planeten landen könnten. Was? Wir könnten sie nicht mehr lange aufhalten. Ja, ich verlese mich die ganze Zeit, ist mir wurscht. Ich empfehle, auf Vega zu beamen und so viele Leute wie möglich dort rauszuholen. Beamen sie sich auf die Planetenoberfläche. Nicht jetzt! Doch, wir wollen das runterbeamen, oder? Runterbeamen! 1, 2, 3, go! Stellen Sie das Außenteam für Ihre nächste Mission zusammen. Ihre Auswahl an Offizieren für das Auswahlteam für vergrößert Hilfemeldung. Was? Ui, ich bin am Boden. Einfach runterbeamen klicken. Captain, the Borg have landed. Ja, hab ich noch. Jetzt geht's runter. Hä? Bin jetzt unten, am Planeten. Aber ich glaube nicht, dass wir nebeneinander stehen, oder? Weiß ich nicht. Nein, leider nicht. Also ich stehe neben Elisa Flores. Die labert gerade. Genau. Ich bin dran, ne? Kann ich schon lesen? Ja. Seid ihr alle da soweit? Ja. Captain, unseren Auswertungen zufolge wurde bereits mehr als die Hälfte des Planeten assimiliert. Scheiße. Die Region, in der wir uns gerade befinden, wird in circa einer Stunde assimiliert werden. Als wäre das nicht schon schlimm genug, wir werden auch noch von einer Interferenz daran gehindert, auf das Schiff zu beamen. Verstanden. Wir werden alle Überlebenden, die wir finden können, manuell für den Transport markieren. Fragen? Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker? Okay, ich hab's angeklickt. Onkel. Ich auch. Nee. Hey, du bist dran, Hardscope. Ich bin? Okay. Ja, nein, Captain, wir werden Ihnen folgen und alle aufeinander auffindbaren Überlebenden für den Transport auf das Schiff markieren. Markieren Sie Überlebenden für den Transport, dann sollten wir uns am besten in Bewegung setzen. Bewegt yeah. Deinen Arsch. Dö. So, jetzt muss ich mal gerade gucken hier vor lauter Angst. Nee, okay. Noch nicht. Ich hoffe, dass wir jetzt bald mal, ich weiß, dass es geht, dass man zusammen Missionen macht. Wahrscheinlich ist das entweder die Extremhaare oder wir müssen mal ein paar Nebenmissionen machen, dass wir da zusammen sind. Schauen wir einfach mal. Lauf jetzt mal vorwärts. Cooler Planet. Ich habe hier echt Probleme, muss ich mal zugeben, Thumbnails zu machen für das Spiel. Weil das Spiel doch sowas von bocken hässlich ist. Boah, mach doch von dem geilen Borg-Raumschiff ein Thumbnail, was hier hinten ist. Habt ihr das gesehen? Ui. Also ich habe die ersten, die kann ich Flüchtlinge zum Herausbeamen aktivieren, transportieren, wie auch immer. Wir sehen die Borgs. Okay, gut, die ersten habe ich weggebeamt. Echt? Bist du schon so weit? Achso, ja. Die Leute, die dir entgegengerannt sind, oder was? Ja, die musst du wegbeamen. Oh, soll ich mal ein bisschen auf euch warten? Ich hab gesagt, leck mir mal. Den weg? Wo sind die denn? Die sind weg. Ach, da hinten stehen sie und winken. Wie beamst du die denn? Wie kann ich die wegbeamen? Da kommt ein kleiner Dialog, wo du draufklicken kannst. Ich warte mal ein bisschen auf euch. Ah, jo, tatsächlich. Ich stehe jetzt da unten. Ach ja. Doch, du musst die anklicken, ja. Und dann werden die weggebeamt. Cool. Ich stehe jetzt da unten an dem Gebäude und warte dann mal auf euch, bis ihr da auch seid. Pausezone 28. Wo steht denn, wie viel wir gerettet haben? Boah, guck mal, die Laserstrahlen. Du musst zwei Gruppen machen. Die andere kommt jetzt da unten. Ja, ich sehe schon. Und die werden auch von Borgs angefasst. So. Wenn ihr unten seid, dann sagt Bescheid. Dann laufe ich auch weiter. Also ich bin jetzt auf der Plattform. Alles klar, dann laufe ich auch mal weiter.
Richtung Zivilisten. Die winken mich voll an und sagen, yeah, MacGyver. Rivano ist wieder drin. Halten Sie das Portal geschlossen, wir müssen hier verschwinden. Und die anderen sterben lassen, wir müssen ihnen helfen. Die Stadtflotte, ja, Gott sei Dank. Wollen die mich schlagen oder jubeln die Luft? Habt ihr auch den dicken Text hier? Vega-Kolonist, ja. Danke. Jetzt bin ich dran, ne? Danke, wir konnten nicht wissen, ob jemand von der Sternflotte unser Notsignal abgefangen hat. Und wir haben keine... empfangen hat. Ist das Wurscht, ist das Gleiche. Und wir haben keine Waffen, aber wir haben einige Rüstungsanzüge für sie und ihren Offizier. Sie befinden sich in den Kisten am Tor. Dieser Code wird das Tor öffnen. Bitte Administrator Post. Yes. Und einige der anderen sind noch hier. Sie müssen uns retten. Oder sie. Nehmen Sie die Rüstung und die Kisten, bla bla bla, weiter. Yes, tun wir. Da sind sie, die blinken. Und die Leute blieben sie automatisch nach oben. Wunderbar. Korridor aufnehmen. Ich öffne jetzt erstmal 720 Kisten. Ist wie Weihnachten. Oh, alles Körperpanzer. Oh. Oh ja. Yeah. Oh, du da noch überrascht. Oh, Körperpanzer. Alter. Drücken Sie die Taste Umo ihren Status oder den Status Ihres Schiffes. Und berücken Sie beide gleichen, oder was? Da, das sind zweimal die gleichen, oder? Plus 10. Ah, du kannst dann der Alyssa Flores kannst du auch eingeben. Freut's. Ich sehe gar keine okay. Alyssa Flores. Dann hab ich einen. Ja, du. An der, oben an der Anzeige. Alles klar, habe ich angezogen, Körperpanzer. Ich auch. Und jetzt mache ich die Tür auf. Ja, aber ich kann ihn gar nicht anziehen. Wenn du U drückst, kannst du da, Alyssa Flores steht doch da. Ah ja, hier. Unter deinem Raumschiff. Aber ich kann den nicht anziehen. Du musst Doppelklick drauf machen, dann wird er reingeportet bei dir. Achso. Ah doch, also ich konnte ihn nie anziehen. Genau. Hm? So, und jetzt steht hier die Konsole öffnen. Öffnen Sie die Kolonietore. Habt ihr das schon? Da wollte ich mit euch gleichzeitig drücken. Moment. Ich unterbreche euch nur ungern, aber wir sind schon bei 21 Minuten und ich würde sagen, wir würden die Dinger dann im nächsten Part öffnen, oder? Oh ja, wenn es weitergeht, da fahren wir im nächsten Part. Boah, richtig spannend. Und hinter dem Tor ist nämlich das fette Raumschiff. Ja gut, dann danke. Wir schauen mal, wie wir uns anstellen. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn. Tschüss. Ciao.